wir sind in Willstedt-Legelshorst. Da kam es heute Morgen, circa 6:45, zu einer Meldung. Es ist ein Gebäudebrand. Wären wohl noch Personen im Gebäude. Das hat sich dann für die eintreffenden Feuerwehrkräfte so dargestellt, dass sehr schnell ein Vollbrand wurde. Die Einwohner des Gebäudes, die konnten sich selbst retten, haben allerdings gesundheitliche Schäden davongetragen. Bei dem Brand wurde leider ein 2 Tage altes Kind verletzt, das durch die Rettungskräfte mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Stuttgart verbracht wurde. Feuerwehrseitig läuft jetzt natürlich im Moment die Brandbekämpfung in vollem Gange. Man kann das Gebäude nicht betreten, es sind Räume, die zum Teil noch in Vollbrand sind. Es sind Räume, wo man Glutnester ablöschen. Und das wird die Feuerwehr wohl noch den ganzen Tag in Anspruch nehmen.